Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Lovflow, Freunde. Es ist 4.30 Uhr. Heute starten wir endlich unseren Trip nach Vegas. Jetzt könnte man sagen, der Titel, Flo, das ist ja schon wieder Clickbait. Nein, das ist kein Clickbait. Das ist schon wieder alles auf den letzten Drücker. Ich bin froh, dass ich heute wirklich sagen kann, wir fliegen nach Las Vegas. Warum das alles so ist, unseren Trip, unsere Anreise, das alles seht ihr wie immer nach dem Intro. Bevor es jetzt mit dem Video losgeht, wir unsere coole Reise starten, lasst doch bitte schon mal einen Daumen nach oben da. Das kurbelt unseren Algorithmus an, das brauchen wir, um diese Reise antreten zu können und euch geilen Content zu liefern. Also Daumen hoch, vielen Dank erstmal und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ja, warum dieser Titel? Vor vier Wochen, jetzt kann ich drüber lachen, ich konnte da gar nicht mehr drüber lachen. Vor 4 Wochen haben wir quasi von 4CR bestätigt bekommen, Flo, ihr könnt die Reise antreten, wir beteiligen euch uns dabei. Vielen, vielen Dank nochmal an 4CR dafür, für die Unterstützung. Auf jeden Fall, vor 4 Wochen haben wir das Ganze erst quasi bestätigt, beschlossen, wie auch immer. Dann bin ich sofort, weil du brauchst ja für die Einreise in die Staaten einen gültigen Reisepass und ein Visum bzw. so ein ESTA-Formular. Ja, das war dann so, dass ich mir direkt nach der Bestätigung einen Termin bei uns im Gemeindebüro geholt habe, um einen Reisepass zu beantragen. Da sagte die nette Dame, ja, das dauert bis zu 4 Wochen. Ich sage, das wird schwierig, es gibt aber einen Expressreisepass. Dann habe ich den beantragt für etwa 100 Euro. Sie sagte, nach einer Woche ungefähr wird er da sein und ich rufe sie dann an. Nach einer Woche, also einer vollen Woche, hat sich niemand gemeldet. Dann habe ich angerufen und da hat sich auch keiner gemeldet. Man muss wissen, dass das Gemeindebüro besteht bei uns hier im kleinen Dorf aus einer Dame und dem Bürgermeister, der aber auch halt nicht immer da ist. So, ich wusste überhaupt nicht, was los ist, bin ins Internet gegangen, auf die Webseite und da konnte man alles suchen und habe dann gesehen, also dass man gucken kann, ob Formulare da sind, kannst du online gucken. Dann habe ich das eingegeben und da stand, dass der Reisepass da ist, aber nicht bei uns im Gemeindebüro, sondern in einem im Bürgerzentrum in Quickborn. Da habe ich mir dann einen Termin geholt. Dafür musste ich noch mal eine Woche warten, weil die keine freien Termine hatten. Da bin ich endlich hin. Sagten sie, nee, der liegt hier gar nicht. Da sind sie falsch informiert. Ich sage, das kann doch nicht sein. Ja, der liegt bei ihm im Gemeindebüro. Ich denke, okay, alles klar. Da angerufen. Sie sagt, ja, der ist da, hat ihnen keiner Bescheid gesagt. Ich war krank, deshalb wurden sie nicht informiert, etc. Egal, ich habe den Reisepass bekommen, aber dann ja viel später als angedacht. Dann habe ich mein ESTA-Formular beantragt. Da hieß es, also viele haben gesagt, Flo, das dauert maximal 72 Stunden. Alles cool. Im Endeffekt hat es dann über eine Woche gedauert, sodass ich heute habe Samstag, ich Donnerstag erst meine Bestätigung bekommen habe, dass ich einreisen kann. Das hat mich tierisch nervös gemacht vorher. Nicht zu wissen, dürfen wir fliegen, können wir fliegen, was machen wir, wenn ich die Genehmigung nicht kriege. So, jetzt seit 2 Tagen habe ich das alles. Jetzt dürfte unserer Reise nichts mehr im Weg stehen. Ich hoffe, das ist auch so. Ich hoffe, dass sich keiner aufs Rollfeld klebt oder schießt mich tot, aber es regnet, das wird wohl nichts. Insofern, ja, drückt die Daumen, dass wir heute sicher nach Vegas kommen. Um 5 Uhr werde ich abgeholt und dann geht's ab zum Flughafen. Lassen das uns hier auf jeden Fall gut gehen, das zeigen wir nicht. Was gibt's denn da? Wir trinken erstmal eine Cola. Eine Cola, schön. Aber noch jetzt Eis. Lecker. Essen sieht auch nicht schlecht aus. Lässt sich aushalten hier mit A380. Wir haben hier ein schönes Multimedia-System, Fernbedienung. Du kannst sogar zocken hier, Controller. Lässt sich aushalten. Ja, sehr gerne, mein
später. Das Beste ist, wir haben 4 Sitze für uns alleine hier. Wie sich's gehört. Ja. Wir sind schon mal in den USA, wie man hier an den Autos erkennen kann. Aber wir sind in Dallas. Wir haben Flug verpasst, Alter. Wir haben den Flug verpasst. Hier war die Sicherheitskontrolle bzw. diese Visumskontrolle, war eine Schlange von, ich würde sagen, 1 Kilometer. Wir haben uns dann schon so vorgedrängelt, sag ich mal, aber gar keine Chance. Saschas Koffer sollte eigentlich, hat er jetzt auch schon wieder abgegeben, der sollte eigentlich direkt nach Vegas gehen. Der ist jetzt auch hier gelandet, zum Glück. Jetzt haben wir umgebucht, jetzt können wir hier nochmal wieder 3 Stunden warten. Wo ich aber sage, 3 Stunden gehen. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir vielleicht hier noch übernachten müssen oder so. Dafür nicht 3 Stunden noch ganz okay, aber nach so einer langen Reise. Du bist seit 2 wach, ne? Ja, ich seit halb 2, ich seit 4. Und nach deutscher Zeit ist es jetzt schon 22 Uhr. 0 Uhr. Ja, ich konnte gar nicht pennen im Flieger und völlig durch. Aber guck mal hier, schon die dicken Autos hier. Ja, braucht man alles nicht. Jetzt können wir erstmal warten. Hier kann man das nochmal sehen. Alles endlose Schlangen, nervig. So, wir sind jetzt durch alle Sicherheitskontrollen durch. Der Flughafen hier ist riesig. Da fährst du mit der Bahn zum anderen Terminal. Das ist wohl der 4. Flughafen der Welt. Und jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt hat der Flieger 2,5 Stunden Verspätung. Kann man sich schon mal drüber freuen. Ich hätte schon Augenränder bis zu den Knien. Kein Bock mehr. Ja, nützt nichts. Essen wir erstmal was, trinken was. Dafür gibt es jetzt eine kleine Entschädigung. Man muss es mit Humor nehmen. Guten Hunger. So, also, es reißt ja nicht ab. Wir sind jetzt seit 7 Stunden hier am Flughafen. Ja. Das Flugzeug, was wir eigentlich nehmen sollten, da war die Bremse kaputt. Jetzt haben sie ein neues Flugzeug organisiert. Da sind die jetzt auch schon die ganze Zeit dran. Da war der Scheibenwischer kaputt und ich weiß nicht, was das Flugzeug alles sind. Auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Wie viele Stunden sind wir jetzt unterwegs? 7 Stunden. Also insgesamt seit gestern 1.30 Uhr. Insgesamt, also ich bin jetzt knapp, viel zu lange. Ich bin auch kurz. Ich weiß nicht, 30 Stunden oder so. Die Leute werden auch langsam ungehalten. Ja, ist immer ein Hin und Her von Gate zu Gate. Er hat gerade vor einer Minute gesagt, der Flug ist gelaufen, ist delayed. Und exakt eine Minute später stellen sich alle an und wir müssen boarden. Ja, ich hoffe, es klappt jetzt auch. Und wir sind auch hier noch die Einzigen, die noch am Flughafen sind. Also wird jetzt langsam Zeit. Ich kann es nicht glauben, wir sind gelandet. Man sieht schon am Flughafen, wo wir sind. Endlich. Jetzt ab zum Hotel. Wir haben es geschafft, wir sind am Hotel angekommen, das Hotel hat auch noch auf, die haben nicht nur bis 3 auf und hat alles noch geklappt auf dem letzten Drücker. Wir sind glücklich, jetzt checken wir erstmal ein. Ja, was soll ich euch sagen? Wir müssen mal wieder warten. Aber dafür hat uns der Barkeeper hier schöne Margaritas gemacht. Gratis. Sascha ist schon am Daddeln. Ne? Auch schon $150 gewonnen. Aber wir dürfen keine Werbung für Glücksspiel machen. Also das machen wir nicht. Läuft auf jeden Fall bei dir. Hör rechtzeitig auf. Gut, dass wir im Flieger eben noch mal 3 Stunden gepennt haben. Ich bin jetzt wieder einigermaßen wach. So, für mich ist das Ganze sowas von unreal, dass wir echt hier sind gerade. Auch nach dieser Tortur von Anreise über 30 Stunden. Das war einfach heftig, aber man ist jetzt hier, man sieht diesen Ausblick aus dem Fenster einfach und man vergisst alles. Ne? Das ist bam. Absolut.
waren. Ja, ich kann das gar nicht sagen. Ja, einfach bam. Mehr kann man nicht sagen. Wir haben gegenüber das MGM, was leider preislich rausgefallen ist, weil das, ja, da musst du eine Hypothek für aufnehmen. Aber wir haben hier einen direkten Blick auf die brandneu eröffnete Sphere, die im September eröffnet worden ist. Da kann man sich auch Filme angucken, kostet dann halt nur irgendwie 80 Euro der Film. Ab 80 Euro bis 360. Ja, das ist geisteskrank, aber es ist geil. Ja. Auf jeden Fall, ja, es ist jetzt 4 Uhr morgens nach Ortszeit. Wir haben eben schön 3 Stunden im Flieger gepennt. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir tatsächlich nochmal runtergehen, weil hier ist ja auch ein Casino mit im Gebäude. Aber erstmal duschen, Zähne putzen, das halten wir uns alles noch offen. Auf jeden Fall sollt ihr, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Das heißt, es gibt jeden Tag ein Video ab heute. Und ja, wir gucken jetzt erstmal ein bisschen Las Vegas an. Dann gibt es ganz viel SEMA-Content. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank nochmal. Denkt daran, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Und ich würde sagen, für heute habe ich auch keinen Bock mehr zu filmen, muss ich ehrlich sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.